Hallo, ich heiße Irina, ich bin Werbegrafikdesignerin. Heute möchte ich mit euch eine neue Ausgabe von unserer Gemeindezeitung Hohenwart-Mühlbach besprechen. Also, so unser Bürgermeister präsentiert uns eine neue Herbstausgabe in neuer Aufmachung. Verantwortlich für das neue Layout ist Werbeagentur Bau Media. Und er sagt, ich hoffe, dass Ihnen die neue Zeitung gefällt. Sehr gerne nehmen wir Ihre Anregungen bezüglich Aussehen und Inhalt entgegen. So, Inhalt entgegen kann ich nichts sagen, aber bezüglich Aussehen gebe ich sofort meine Anregungen. So, ich möchte sagen, was schlecht ist, was gut ist, ein bisschen loben und kritisieren. Gut, das ist neue Ausgabe und das ist altes Layout. Ja, das ist wirklich besser geworden. Das ist der richtige Weg. Und endlich hat die Gemeinde zu diesem Punkt gekommen, dass sie neues, modernes Design haben. Das möchte ich so Danke sagen. Das ist wirklich schöner geworden. Aber es gibt trotzdem was zu kritisieren. Und das Erste und Wichtigste, was die neuen Designers von altem Layout nicht übernommen haben. Was glaubt, was ist das? Schaut mal bitte her. Das ist neues Layout, altes Layout, neues, altes. Ich glaube, das ist schon ein bisschen mit Kindern. So, was für eine Fehler sozusagen haben sie gemacht, was sie nicht übernommen haben. Was glaubt ihr? So, meiner Meinung nach, das ist die Bilder und Akzente. Sie haben Überschriften mit Farben gemacht und dadurch haben sie Akzent von Bildern gestohlen. Und hier sind die Überschriften schwarz, so schwarz, weiß, schwarz und mit Italien ein bisschen im Fokus gebracht. Aber dadurch, die Bilder kriegen viel Aufmerksamkeit. Wir sehen sofort, hier sind die Kinder, hier sind andere Kinder, hier ist etwas passiert. Die Bilder sind die wichtigsten. Das wollen wir zeigen, was in unserer Gemeinde passiert ist, wie es war, wer war dabei. Und hier die Aufmerksamkeit von Bildern ist genommen. Das Zweite, es gibt sogar zwei Akzente. Zuerst mit Bold hier und dann mit Regular. Das sollte man gar nicht machen. Es gibt, hat keinen Sinn, so Überschrift so zu trennen. Da gibt es einen Akzent, zwei Akzent und dann kommt noch Bilder. Eigentlich gibt es noch hier Akzent. Dieser weiße Streifen gibt auch viel Aufmerksamkeit. Und dann noch kommen wir zu Bildern. Die sind eigentlich, weiß ich nicht, entweder schlecht bearbeitet oder gar nicht nach gearbeitet sind und sie sind schon nicht so gut professionell gemacht und noch, wir nehmen Akzent von dem Bild. Das ist natürlich schlecht, das ist schade. Finde ich, das war besser in alter Ausgabe. Ich könnte mich so gut orientieren nach Bildern. Ich sehe, aha, hier geht es um Kinder, okay, hier geht es um Feuerwehr und entscheiden, will ich das lesen oder nicht und so weiter. So, kommen wir jetzt zur Titelseite. Das ist original, das ist meine Version. Und wieso habe ich das gemacht? Was war gut? Gut war das, sie haben wirklich ein großes, gutes Bild genommen und für Titelseite ganz verwendet. Nicht so wie hier. Es gibt Mischung between alles Mögliches. Es ist natürlich so katastrophal. Das ist gute Idee. Das ist gut, dass sie das mit weißer Farbe schreiben. Und dann kommen wir zu Nachteilen sozusagen. So, das erste Blockschrift ist eigentlich schlecht. Das ist nicht dafür ausgedacht, dass man Blockbuchstaben liest. Sie sind ausgedacht, dass sie erste Buchstaben sind, ja, am Anfang der Satz oder Namen. Und wenn wir trotzdem das verwenden, was alle so gerne machen, sollte man dann durch Schuss große machen, so zum Beispiel wie hier, zumindest 300 oder 250 ungefähr, so. Dann ist es einfacher zu lesen. Der Abstand zwischen Buchstaben ist immer so unterschiedlich und es ist nicht harmonisch und nicht balanciert. So, ich würde trotzdem kleine Buchstaben verwenden und das Zweite, diese schwarze Farbe da,
Und diese schwarze Farbe auch da, das auch nimmt, das macht das Bild eigentlich und schöne Titelseite schmutzig, weil hier ist alles so, es ist schon eine schöne Farbe, Gegend, so gut fotografiert, mit Hubschrauber wahrscheinlich. Und da kommt diese schwarze Farbe, nimmt auch Akzent. Dann mache ich das Weiß, das ist nicht so wichtig, Informationen. Das Wichtige ist, das zu zeigen. Und hier natürlich auch. Upsa. Gut. Das ist bezüglich Titelseite. Und ach so, das Schlimmste ist diese Freistellung. Ich weiß nicht, wie diese Wappen gekriegt haben. Sollte theoretisch man einen Vektor kriegen. Aber es schaut so aus, dass es war einfach freigestellt von einem anderen Bild. Und hier sind diese weißen Kanten. Das ist sehr schlecht und unprofessionell. Ja. Ich merke sowas sehr. Ich habe sogar hier ein bisschen geputzt. Ja. Gut. Das war meine Anregungen bezüglich Titelseite. Und hier auch vergleichen wir meine Variation, meine Version da. Und hier ist im Original. So, das erste hier, diese aktuell 5 Seiten, ist nicht wichtig. Das ist Zusatzinformationen, wenn man will wissen, ob unbedingt welche Seite das ist. Das würde ich kleine machen und weiß, damit er keine Aufmerksamkeit von ganze Geschichte nimmt. Also es geht immer um Akzente und um Mittelpunkte des Layouts. Aber vielleicht noch besser wäre, das einfach hier unten Standard zu machen. Dann so sauber ist unser Layout. Und wir bringen Akzente zu unseren Bildern, zu unseren Überschriften. Ja, schaut so viel wirklich sauberer. Aber okay, vielleicht wollen Sie das haben, diese Farbe. Die Farbe selber finde ich eigentlich gut. So, über Überschriften habe ich schon gesagt, sie sollte einfach schwarz sein, mit Bold geschrieben zum Beispiel. Und so, hier kommen wir zum nächsten Punkt. Es ist eigentlich so durchgemischt und alle Blöcke einfach tanzen herum. Zum Beispiel hier haben wir, müssen wir das alles gut ausrichten. Zum Beispiel hier haben wir eine Linie und das Foto geht irgendwo hin spazieren, ja. Ich habe hier eine Linie und alle Blöcke beenden sich bei der Linie. Nichts geht, läuft von mir oder läuft nicht weg von mir oder so. Okay, hier auch zum Beispiel schauen wir. Man muss entweder hier Text anfangen bei der Bild, entweder oder Bild etwas niedriger platzieren. Aber das ist einfach so, ich platziere das irgendwie, wie ich will, keine Ahnung. Schaut mal, vergleichen wir, wie die Blöcke ausschauen. Hier ist sie balanciert, harmonisch und so ausgeglichen. Ja? Hier fangen wir an, alles auf eine. Okay, gut. So, Entschuldigung. So, als nächstes möchte ich über Informationen zu Bildern was sagen. Sie auch nehmen zu viel Akzent. Sie sind zu fest. Sie sind sogar so fester oder so dichter, dicke als unser Text. Wir wollen, dass die Leute zuerst das lesen, das sehen, dann Text und dann Zusatzinformationen, wenn sie Interesse haben, wer das ist. Ich würde das auf jeden Fall so grau und kleiner machen. Und noch, schaut mal dieser Abstand. Wenn wir Regeln haben im Design, zum Beispiel Abstand zwischen Bild und Text, das sollte überall gleich sein, wie bei mir. Hier, hier, hier. Und hier haben wir alles Mögliche. Hier, man muss sogar nichts abmessen. Man sieht das sofort. Das Abstand ist irgendwie gemacht. Wieso? Es ist unbalanciert alles. So bezüglich Abstand und Regeln. Hier auch. Zum Beispiel, hier ist Abstand zwischen Überschrift und Bild oder Text und das sollte man wiederholen, überall in ganze Zeitung. Hier passt nicht, das ist anderer Abstand. Vielleicht diese möchte für seine verwenden. Na, auch passt nicht. Es ist einfach irgendwie leider, ja, unser Bürgermeister muss nicht das alles abmessen, hat andere Aufgaben, aber arme Kunden, nein, nicht Arbeits, Auftraggeber. Sie vertrauen Designer und dann Designer macht sowas irgendwie. Ja, es sind Kleinigkeiten, aber aus diesen Kleinigkeiten besteht eigentlich ein gutes Design. Das ist wie bei anderen Berufen. Ja? Wollen Sie das irgendwie
so Anzug schneiden und ein Ärmel ist kürzer, andere ein bisschen länger und so weiter. Ah, ein paar Millimeter macht nichts. Ne, glauben nicht, dass wir wollen nicht so einen Anzug anziehen. Und diese Linie braucht man gar nicht, es hat keinen Sinn, es ist grafischer Müll, das löschen wir alles. Und natürlich nach Bearbeitung, die Bilder brauchen auch. Ja, ich verstehe sie nicht so gut, sie sind irgendwie fotografiert von irgendjemand mit irgendwas, aber trotzdem ein bisschen nachbearbeiten, weil bei Drücken Schärfe und so Kontrast geht runter. Die Bilder verlieren das vielleicht bis 40% kann das sein und man muss so extra Schärfe geben, damit dann nach dem Druck, dass die Bilder so gut ausschauen. Und natürlich was noch? Silbentrennung machen wir nicht, das ist nicht schön, das ist auch grafischer Müll, diese Silbentrennung und natürlich ausschalten auf der linken Seite. Auf der linken Seite, wieso? Weil, wenn Sie so das machen, Abstand zwischen Wörtern ist immer unterschiedlich. Es schaut nicht schön aus. Es gibt verschiedene Abstand, zum Beispiel hier. Wir können das abmessen. Und ist es überall? Hier ein bisschen größer, hier auch, hier auch ein Pixel größer und so weiter. Manchmal Abstand zwischen Wörtern kann sogar sehr groß und auffällig sein. So lieber auf linke Seite, aber nicht besser oder immer. So, das möchte ich sagen. Und so, das ist der richtige Weg, aber es gibt trotzdem viele Fehler und viele was zu nacharbeiten. Und ich hoffe, nächste Ausgabe wird noch besser. Vielen Dank und Sie können das Video gerne liken. Tschüss!